Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind hier noch immer in Nuka-Cola World, aber mit einer kleinen Veränderung bereits, denn wir dürfen jetzt die einzelnen Parks, die wir schon gesäubert haben, den Raider-Banden zuteilen. Jo, ne, Ada, du freust dich auch, freilich. Und ja, da oben ist schon der nächste Mast. Und bevor ich da jetzt hingehe, werden wir einen Skillpunkt verteilen, bevor ich den wieder vergesse. Nein, ist mir noch nie passiert, war es nur Blödsinn. Ne? Na, im Ernst, wir werden, ich möchte gerne. Was möchte ich denn? Das Skill einfach nur zu beruhigen. Puh. Ich werde, glaube ich, die schwarze Witwe noch einmal skillen. Ich weiß, ich sollte wahrscheinlich lieber eher den Arzt aufsuchen. Bei meinen speziellen Kampffähigkeiten. Aber da ich immer etwas, naja, sagen wir mal so, ja, nervös bin wegen dem Charisma, ne? Dass ich da auch wirklich die Leute gut überreden kann. Die meisten Leute, mit denen wir reden, sind ja eigentlich männlicher Natur. Möchte ich doch gerne die schwarze Witwe zuerst haben. Ja, weil das, ich glaube, das große Übel haben wir, glaube ich, überstanden momentan. Wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit höchstwahrscheinlich auf keine Meyerlurk-Königin oder so mehr treffen. Oder? Keine Ahnung, wir werden es sehen. Howdy, Sheriff. Ich hau die Sheriff. Na, Gottes Willen. Und ja. Ich mach das jetzt einfach mal so. Ja. Und ich kletter da mal rauf und so. Da waren wir eh schon mal oben. Hui. Und hier. Puh, wen wollte ich denn hier haben? Ich glaube, hier werden wir die Händler wieder her tun. Die die Jünger bekommen nur ein Revier, weil die Jünger immer bevorzugt worden sind vom früheren Overboss. Und ich möchte gerne den anderen beiden einen Ausgleich geben. Also kriegt dieses Gebiet hier, kriegen die Händler, also die Unternehmer. So, passt. Schwung. Dann gehen wir noch ganz schnell, hui, Rassamta da, gehen wir noch ganz schnell rüber zum anderen. Ups, da. Da müssen wir wirklich normalerweise nur rüberlaufen. Da brauche ich mich gar nicht porten normalerweise. Denn ich kann mich erinnern, der Masten wurde mir da am Eingang gezeigt. Es ist die Frage, ob das der Eingang war oder ob das auf der anderen Seite war. Ich fürchte auf der anderen Seite. Ja, Scheibendreck. Wir müssen uns doch porten. Entschuldigung. Der war doch tatsächlich auf der anderen... Oder warte. Warte. Star Control war das, richtig? Richtig. Warte. Chuck Brack. Schnell looken. Naja, da war schon irgendwo dort. Starport Schnucker. Nehmen wir das da mal. Ja. Ja. Ist dann doch nicht am Eingang. Das ist doch woanders als der Masten. Der Fahnenmasten. Warum auch immer, der mir vorhin beim Eingang angezeigt wurde damals, als wir den ersten Park hier gemacht haben, ne? Keine Ahnung. Wir werden dann nochmal alles durchlaufen. Ich Depp hätte vielleicht warten sollen und gleich die Belohnung kassieren sollen. Hätten wir uns jetzt einmal Porten erspart. Aber, scheiß doch der. Ist das der da oben schon? Bist du schon der Masten? Jo, das ist der Masten. Also darüber. Das geht ja super. Der Masten, der ist da. Ach, wie schön und wie wunderbar. Was? Ach, war's doch, Ada. Alles gut. Was? Dieser Bereich von Nuka World wurde noch nicht gesichert. Das stimmt ja gar nicht. Stimmt das wirklich? Stimmt ja wohl. Das geht ja nicht. Oh, echt? Warum? Stand da nicht, wir haben das erledigt? Finde Star Control. Ach du Scheiße, da ist noch ein Dungeon.
Ups. Ups. Ich meine natürlich, das war pure Absicht. Mist, verdammter. Okay, bevor wir das machen, ich hole schnell die Belohnungen ab. Boah, ist das jetzt gerade peinlich. die große Tour. Apfelanlage. Also hier, ne? Oder? Ich glaube, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht, Alter. Dann fange ich Spitzen an. Na, das passt schon so. Das sind die ganzen Belohnungen. Okay, fang mal da an. Entschuldigung, voll peinlich gerade. Das haben wir nicht fertig gemacht. Ich bin gerade fertig mit der Welt. Ups. Dann brauche ich mich nicht wundern, dass da kein Fahnenmast hergekommen ist. Aber ich schwöre, ich könnte schwören, dass bei den anderen Orten da jetzt auch kein... Ist ja wurscht. Ist ja egal. Nobody is perfect und Zockerbraut sowieso nicht. Scheibenkleister. Das habe ich echt nicht gemacht. Bin gerade irgendwie voll schockiert. Hallo, Mr. Raider. Oder Fräulein Raider. Hallo, ich will meine Belohnung haben. Jetzt werden sie mich ausschimpfen. Aber der Park, der passt überhaupt gar nicht zu uns, du Choppel. Wirklich wahr. Also wirklich. Wo muss ich denn da hin? Ah, da. Servus. Das baut mich gerade an. Was? Wo seid's denn ihr? Hallo? Wo muss ich denn... War das vorher auch schon da? Muss wohl, ne? Schau, wie geschlampert ich bin. Hallo? Das war früher noch nicht da, oder? Die Äther bleibt schon wieder da hinten hängen. War das schon da? Ich finde, ist wurscht. Ich lasse mich wieder... Was davon? Ich lasse mich schon wieder ablenken. Halt, ich steck fest. Da, eine Truhe. Tributsvorrat der Gang. Ja, die Gang. Boah. Boah. Nicht schlecht. Das können wir, das also wirklich, das können wir so einbürgern, diese Belohnungskisten. Die könnt's mir übrigens, weil ich bin der Oberboss, ne? Ihr könnt mir diese Kisten täglich schicken, bitte, ja? Jeder von euch, aber bitte zentral in mein Hauptquartier, ja? Aber weißt du, dort, wo ich wohne, ne? Also bitte, das geht sicher, ne? Geil. Hat sich ausgezahlt, der ganze Aufwand, ha? Lade, Mäuschen, lade, lad. So, fehlgeschlagen. Oh. Da kam mir gar keine Meldung. Wo soll ich denn das wissen? Arschgeigen. Entschuldigung, ist wirklich wahr. Wo soll ich denn das wissen? Davon? Übrigens, davon? Du bleibst als Deko hier, habe ich schon gedacht, ne? Die ist so voller Nuka Quantum, ja? Dass die schon, wie sagt man da immer, wenn man diese Leichen da auf Dauer haben möchte, die werden ja so mit irgendeinem Mittel vollgepumpt, ne? Also das Blut wird ja ausgetauscht, das wird ekelhaft. Dass Jahren noch leuchtet und dass die Leute den Scheiß immer noch trinken. Ja, das sagt es ebenfalls. Das war schon das Quantum gemeint, ne? Ja, das nehmen wir gern alles mit. Was wollte ich sagen? Das wird ja gegen so ein Konservierungsmittel, glaube ich, eingetauscht, ne? Statt dem Blut. Und dann bleibt der Körper länger erhalten, ne? Das hat man ja schon viel früher auch gemacht. Ich glaube sogar die großen Ägypter haben diese Prozedur gemacht, wenn ich sogar erfunden. Bei den anderen Banden. Ja, Eda, ich weiß nicht, was du da oben machst. Die ist echt der Hammer. Die Eda ist ein Hammer, wirklich. Du kriegst mal den gesamten Schrott. Das ist dann nämlich leichter dann für mich, ihr die Sachen wieder abzunehmen und sie dann sicher zu verwahren. Da aber das nicht reichen tut,
Macht nichts, kriegst du noch ein paar Waffen dazu. Das zum Beispiel und das. Schwert der Wunder, es ist echt eine coole Geschichte. Was haben wir da überhaupt? Präzisionsschützen, ein Scharfschützengewehr. Da hätten wir sogar Munition dafür. Da hätten wir auch Munition, gar nicht wenig. Raketenwerfer, den weiß ich, ja. Das sind Sachen dabei. Aber die wird mir schon nicht so schlecht gefallen. Die da. Ehrlich gesagt. Eine graue Strickmütze. Oswalds Zylinder. Raumanzüge, sauberes irgendwas. Das kannst haben. Gift. Was? Giftmische? So, das passt schon mal, glaube ich. Danke dir, Eda. So, die Kiste haben wir auch. Dann schnell weiterporten. Und zwar hierhin. Ja. Also das ist ja echt. Ja, und auf jeden Fall scheint dieses Nuka Quantum eben dieses Konservierungsmittel zu sein, denn die Meyerlöck-Königin will nicht verrotten. Ja. Die bleibt wahrscheinlich als Deko hier. Sie hätten sie ja präparieren können, ne? Wahrscheinlich hat die Leichenstarre schon eingesetzt, aber sie hätten sie ja so auf einem, so wie eine Statue, ne? Hätten sie sie aufstellen können, als Deko. Das wäre sicher schön gewesen. So, wo sind wir da? Belohnung. Belohnung. Ich glaube, die Richtung stimmt sogar. Oben oder unten? Ich glaube, unten. Komme ich da rüber? Brauchst du gar nicht denken. Ist da wieder was Gift nachgefüllt? Nein? Hui. Servus. Ja, das passt super, oder? Das Rudel ist hier, also lauter Affen und Hirsche und Entschuldigung. Ja, jedenfalls lauter nette Leute, die hier wunderbar Fleisch braten. Ich wahrscheinlich hat irgendeiner sogar eine Gorilla-Maske auf. Dann fühlt sich Cicero, als hätte er einen Cousin entdeckt. Wenn du was fangen willst, musst du es auch jagen. Der setzt sich wirklich auf einen Gorilla. Nuka Cola verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Welt der Erfrischung. Passt wie die Faust aufs Auge. Ich muss das kurz bewundern. Wo ist meine Truhe? Ah, da ist sie. Da ist sie, ja. Sauber. Also ich glaube, besser hätten wir es gar nicht einteilen können. Das passt dir wirklich spitze. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Ich wollte gerade sagen, wieso hat die jetzt bitte Rehbeine? Ja, das ist eine Statue. Entschuldigt bitte, das ist eine Statue. Von da habe ich gedacht, das wäre echt so ein Raider-Typ. Ups, peinlich. Nix wie weiter. Die lassen wir lieber ihrem Schicksal dabei. Also, hierhin. Gut, das haben wir auch schon mitbekommen. Sehr fein. Jetzt müsste ich eigentlich noch zusätzlich mich nach Sanctuary Hills porten und unsere Schätze, die wir da gefunden haben, dort lagern. Ja. Eigentlich. Weil, ja, wir haben wirklich viel Graffel bekommen. Und hier die Händler. Die Händler, ne? Ich meine, ich finde, das passt perfekt. Übersichtliche Ecken. Was? Ja. Viele Häuser, wo sie was verstecken können hier. Echt, also ich bin der Meinung, das passt super. Wenn Lizzie dich fragt, zeigen Sie Ihre Eintrittskarte im Corkys Café in Nukatown, USA vor. Und Sie erhalten eine Nuka-Pommes zum halben Preis. Ja, sehr schön. Na, ich persönlich finde, wir haben das echt fein eingeteilt. Und eben das Rudel wird dann vielleicht noch, ich denke, das Rudel werden wir machen. Die bekommen den Park, wo wir jetzt dann hingehen. Colas Court. Tickets für alle Ausstellungen sind jetzt an der Giddy Kingdom Hauptgasse 11. Ja, ich bin voll wie ein Christbaum. Entschuldigt bitte, das Durcheinander jetzt gerade. Ich muss unseren Müll, unsere wertvollen Schätze muss ich jetzt wegbringen. Es geht nicht anders. Wir sind voll wie ein Christbaum. Es muss jetzt leider sein. Ja, und die Powerrüstung, die habe ich nicht rausbekommen. Wie man die kriegt. Es geht sicher irgendwie unterirdisch links, rechts, rechts, links und dann bis da wahrscheinlich. Irgendwie so. Die habe ich nicht zusammenbekommen.
So, dann hierhin. Ich hoffe auch, dass wir bald, sehr bald, wenn wir dann, vielleicht können wir Gage Bericht erstatten, dass wir das jetzt so toll gemacht haben, mit der Radar-Aufteilung. Vielleicht kriegen wir dann dicken Batzen Kronkorken und dann können wir, ich meine, heute wird es sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, aber beim nächsten Part können wir dann wieder ein bisschen bei Sanctuary Hills weiterbauen. Ich will unbedingt den Marktplatz noch fertig kriegen. Unbedingt, das ist mir echt ein großes Anliegen. Und ich freue mich. Ich freue mich. Ja, sehr. Ich freue mich sehr drauf. Drauf, drüber, rauf, runter. Hey, oder? Wie kann ich dir? Das hat sich nicht voll. Was? Wie? Vom Tagträumen rausgerissen. Gib mir bitte alles, was du hast. Ja, regt euch nicht auf. Alles gut. Ich komme hier öfters vorbei. Kaum bist du mal zu Hause, ne? Ja, die Zocke ist wieder da. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Was hast du denn erlebt? Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich glaube, soll man den noch behalten? Raketenwerfer? Was war denn überhaupt bei der ersten Ding drinnen? 99 Raketen hätten wir. Ich glaube, den behalte ich mal kurz. Scharfschützengewehr. Ich glaube, ich werde den oberen auch kurz mal... Warte, der ist aber schlechter, ne? Der macht mehr Damage. Der hat aber mehr Schuss. Vielleicht kann ich ihn schnell ummodellieren. Ich tue den weg, ich tue den weg. Der kommt auch mal weg. Den tue mal auch weg. Schwert der Wunder tue ich auch mal hier rein. Ich bin nicht so der Nahkampf-Fan. Also hier zumindest. Mal was ganz was Neues, ne? Aber in Wirklichkeit ist das momentan halt so. Ich tue den lieber auch weg. Ich habe hier ein Scharfschützengewehr, ich brauche nicht 2 oder 3 oder 50. Das müsste nochmal so schon passen, glaube ich. So, Kleidung, das kommt mal alles weg. Ich muss mal die Leute ankleiden, das wird nie was, nie. Das kann ich mir schon aus den Haaren schmieren. Das wird niemals was. So, was haben wir da noch hier Schönes? Aufbereitetes Wasser, den Eintopf können wir behalten, Flaschenkürbis haue ich weg, also rein da mal. Das wird reingetreten direkt, weil es schon so voll ist, muss ich schon ein bisschen nachtreten. Das ist leider so. Das ist dann immer so ekelhaft, so matschig, aber was soll man machen? Die ganzen Glasscherben halt, ist nicht unbedingt förderlich, aber naja, es sättigt dann mehr. Ich weiß. Schmutziges Wasser, das kommt auch rein. Das haben wir auch weg. Puh, immer, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht besser. Weil die Waffen wahrscheinlich so schwer sind. Ja. Die haben ordentlich Gewicht. Ich werde aber auch seinen Hut da reinschmeißen tun. Ja, besser wird's nicht. Aber wir haben ja noch unsere gute Edda dabei, die hilft uns eh beim Schleppen, beim Einkaufstüten schleppen und wir hauen uns sofort wieder Richtung Nuka-Cola World und machen eben den letzten Dungeon. Das tut mir sehr leid, ich habe echt gedacht, wir hätten alles gemacht. Dem war nicht so. Da habe ich wohl eine optische, da bin ich einer optischen Täuschung erlegen, ja, ich weiß schon wieder genau. Das war eine reflektierende Spiegelung aus Licht und Schatten. Ja, obendrein bahnte sich ein schlechtes Wetter an, also mit Gewitter und allem. Und da ist gerade zufällig hinter mir, also durch das Fenster hat man das Licht eben gesehen, ist ein Blitz eingefahren. Und durch diese drei Kombinationen, ja, gab es dort so eine optische Täuschung, dass ich mir eben eingebildet habe, wir sind schon fertig. Ganz genau. Ja, so war das. Ich schwöre, ihr hättet mir es nicht geglaubt. Also ihr glaubt es mir jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich schwöre, das war so. Ja, sichere die Galactic Zone. Jetzt muss ich das nochmal reintun. Die große Tour, dummer raus. Das müsste eigentlich passen. Star Control. Ja, ich bin jetzt gespannt. Na, nichts automatisch, nichts verdrückt, wollte ich sagen. Automatisch speichern kannst du schon, das ist mir wurscht. Das müsste dann hier sein. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Ist das jetzt oben oder unten? Links oder rechts? Sachen gibt's wirklich. Ja. Auch ich bin leider nur ein Mensch.
Ist hoffentlich jetzt nicht allzu tragisch und wenn wir Glück haben, sind wir da recht schnell durch. Und dann können wir wirklich den Nuka-Cola-Park, die Parks da mal abschließen. Hoffe ich halt. Außer die haben noch irgendwelche Sonderwünsche. Kommt man hier rein? Ja. Da ist eine Power-Rüstung. Ist die hübsch? Die hat ja ein schönes Blau. So, ich brauche Licht. So. Dream. Hallo. Was ist jetzt los? Star Control. Tja, ja, was? Wie? Keine Starkerne gefunden. Was sind Starkerne? Es wird mindestens ein Kern benötigt, um den Notfall. Betriebsmodus zu. Ja, weiter. Weiter. Irgendwie hat er gerade nicht weiterschalten wollen. Installiere den Starkern. Ach so, warte, die haben wir schon, ne? Die haben wir schon. Ja, ja, ach so. Jetzt schnall ich's. Ah. Gott sei Dank habe ich die mitgenommen. Gott sei Dank. Habe ich schon mal gesagt, Gott sei Dank? Ist das richtig, was ich da mache? Ja, natürlich ist das richtig, Zocki, selbstverständlich. Hab doch mehr Selbstvertrauen, du bist toll. Ja. Ich hoffe, ich habe wirklich alle mitgenommen. Ich hoffe, das reicht wirklich. Nur eine Coca-Cola-Flasche. Boah, wie das alles schön leuchten tut. Ich habe keine mehr. Oh, oh. Wir hatten ja so viele, das ist auch eine. Na, die sicher nicht. Wir hatten ja so unglaublich viele. Das gibt's ja nicht, dass das nicht reicht. Echt wahr? Hoffentlich gibt's da noch mehr. Ich würde das schon gern alles wieder zum Leuchten bringen. Hoffentlich habe ich echt nichts übersehen. Das wäre so peinlich. So, und jetzt, ha? Jetzt müsstest du dabei mal Ruhe geben, du Kerl. Stelle Zentralrechner Interlink her. Okay, passt. Ja, Bootsequenz wird abgeschlossen. Bitte warten. Fortsetzen. Warnung. Es wurde ein Fehler im Verteidigungsmodus-Protokoll festgestellt. Bitte deaktivieren Sie dieses Protokoll und wenden Sie sich an einen Systemtechniker von Robco Enterprise. Ja, die gibt's aber alle nicht mehr. Also, ach so, das bin ja ich jetzt. Entschuldigung, genau, ich vergesse das immer. Um Hilfe zu erhalten. Starkerne 23 von 35. Starkerne für volle Funktionalität benötigt. Mhm. Also 35 brauchen wir insgesamt. Na supi. Verfügbare Befehle. Systemprotokolle anzeigen. Betriebshinweise. Aufzeichnungen des Technikers. Oh mein Gottchen. Ja, fangen wir mal an. Betriebshinweise, würde ich sagen. Star Control. Wild. V117. Die von Robco Industries TM entwickelte systemische Telemetrie, für automatisierte Roboterstörung ist ein umfassendes Lösungskonzept für Firmenkunden, die eine große Anzahl von Robotern und Verteidigungssystemen verwalten müssen. Die Star-Control-Technologie basiert auf einer Reihe höchst redundanter. Das heißt echt so? Retuntate wahrscheinlich, irgendwie so. Und austauschbarer Telemetrie-Module. Der Starkern, ja. Beim Ausführen stellen diese Kerne eine Funkverbindung zwischen dem Star-Control-Hauptrechner und dem angeschlossenen Robotersystem her, um das Koordinieren ihrer Aktionen sowie das Ausgeben von Befehlen unabhängig und also unabhängig von ihren zugrunde liegenden Betriebsprotokollen zu ermöglichen. Einzelne Starkerne können während des normalen Betriebes gefahrlos ersetzt werden. Und wo sind die alle hin? Ihr braucht noch so viel. Im Falle einer schwerwiegenden Fehlfunktion können Sie Star-Control in einem Notfallmodus mit eingeschränkter Funktionalität booten. Aha, okay. Warte mal, hier war nicht eine könnte man sagen, war hier. Der eine Kerl wollte sie gerade wegbringen.
Aber alle anderen sind woanders aufgeteilt gewesen. Das hat ja super hingehauen dann, ne? Also falls mindestens ein Starkern vorhanden ist, funktioniert eben das Ganze. Während sich das System im Notfallmodus befindet, führen alle Roboter und Verteidigungssysteme ihre vorherigen Betriebsanweisungen aus. Durch Ersetzen von Kernen kann je nach Rechnerleistung eine Reihe von Benutzern ermöglichen, auf dringende Probleme zu reagieren, bis die Funktionalität vollständig wiederhergestellt werden kann. Aha. Bei weiteren Fragen zu Vertrieb, Service oder technischem Kundendienst wenden Sie sich bitte an die nächste Robco Enterprise Zentrale. Danke, dass Sie sich für Robco entschieden haben. Ja, wenn es funktioniert hätte, ne? Alles zusammen. Aufzeichnung des Technikers. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz schauen. Aha, okay, ist von oben nach unten gereiht dieses Mal. Passt, können wir von da beginnen. Vom 31. August 2077 habe heute die Installation des neuen Hauptrechners abgeschlossen. Mark und ich führten nach der Arbeit einen Testlauf durch. Sah alles ziemlich gut aus. Robcos Kommunikationsverbindung funktioniert mit älterer Mr. Handys nicht. Ach so? Aha. Muss noch quasi Zubehör kaufen, die wir verwendeten. Was keine Überraschung ist. Trotzdem bin ich froh, dass wir das Angebot von General Atomics ausgeschlagen haben. Ihr Direktorsystem, ja, ist einfach Müll. Einzelausfälle, die sich auf das gesamte System auswirken und so ein Kram. Na bravo, wer braucht denn das? Star Control ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenigstens, aber ein redundantes System, falls mal was schief geht. Redundant. Aufzeichnungen des Technikers am 29. September 2077. Ja, seit fast einem Monat läuft Star Control immer noch perfekt. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Tja, das sollte uns auch wundern, ne? Technik und so. Da große Installationen wie diese immer eine Katastrophe sind. Außerdem befinden sich hier Militärroboter mit scharfen Waffen, aber dieses Ding scheint wirklich so zu funktionieren, wie es in der Werbung stand. Ich bin schwer beeindruckt. Mark und ich haben uns durch den Steuercode gewühlt und bestätigt, dass das vom Admin gewünschte Verteidigungsmodus-Protokoll vorhanden zu sein scheint. Bei einem schwerwiegenden Notfall schalten wir das System in diesem Modus und lassen den Park von den Robotern sichern. Wollen wir hoffen, dass es niemals so weit kommt? Tja, da es keine Möglichkeit gibt, diesen Modus wirklich zu testen. Ja, hat super hingehauen, ne? Am 22. Oktober, verdammt, das war der erste Eintrag, 1977, wie geht denn das? Scheibe. Ah, es könnte eventuell ein Tippfehler sein, ne? Vielleicht ist es doch 2077 gemeint. Ich hoffe mal. Der erste Eintrag vor 100 Jahren. Die Hauptrechnerführungen sind ein großer Hit. Wir Glücklichen, gelobt sei... Keine Ahnung. Zuerst verlieren wir unseren Arbeitsbereich wegen eines lächerlichen Dioramas. Und jetzt müssen wir auf rotzfreche Sechsjährige aufpassen, die keinem großen leuchtenden Knopf widerstehen können. Oh je. Am Wochenende werden wir damit beginnen, die Roboter auf dem Schrottplatz ins System zu integrieren. Ich weiß nicht, ob Star Control auf diese Entfernung eine Verbindung kriegt, aber einen Versuch ist es wert. Das Ding überrascht mich immer wieder. Ja, super. Bravo, Daumen hoch. Candles Aufzeichnungen vom 22. Februar 2284. Das ist schon lange her dann. Also dazwischen die Zeit, ne? Jo, wir haben 3 Tage gebraucht, konnten uns aber endlich einen Weg durch die Trümmer am Nordtor bahnen. Wir sind einfach so reingegangen. Keine Geschütztürme, keine Kampfroboter, nix. Ja, weil wir die Schale kaputt gemacht haben. Hm? Der einzige Roboter, den ich ausschalten musste, war dieser verdammte Nukatron, der mir andauernd eine 10-Dollar-Flasche Nuka-Sherry verkaufen wollte. Du Mistkerl! Das dumme Ding hat nicht mal Kronkorken akzeptiert. Ja klar, alte Währung, ne?
Aber das hier ist der Hauptgewinn. Spitzentechnologie aus der Vorkriegszeit, immer noch funktionstüchtig. Mein Mädel, Tiana, meint, diese leuchtenden Dinger wären überflüssig, also können wir sie wohl mitnehmen. Oh, die haben diese Star-Dinger. Dürften in der Telemetrie für automatisierte Robotersteuerung, also statt einen guten Preis erzielen. Scheibe, die haben die geklaut. Kendalls Aufzeichnungen vom 11. Februar 2286, 2 Jahre später. Ach du Schande. Coulters Banditen haben Nukatown erobert. Oh, ja, der vorige Oberboss. Es kommen Überlebende rein. Ich habe die Jungs ein paar Verteidigungsanlagen aufstellen lassen, die aber nicht länger durchhalten werden. Tja, klumpert halt, ne? Ich habe Tiana gesagt, dass sie diesen Verteidigungsmodus aktivieren soll, von dem sie mir erzählt hat. Sie geriet in Panik und meinte, wir hätten zu viele Kerne aus dem Ding genommen, was einen Neustart verhindern würde. Sie hat jeden, den sie finden konnte, losgeschickt, um Kerne aus den anderen Fahrgeschäften zu holen. Sie meinte es ja nur gut, aber wir haben die Banditen im Nacken und müssen was tun. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Ja, das haben wir gesehen. Nix. Gar nichts ist passiert. Passt, sind wir da fertig? Fein. Oh, Scheibe, war noch was? Ey, ich hab's vergessen. Da war noch was wahrscheinlich, ne? Lalila, Fehler, Starkern, Netzwerk, da war noch was. Starkern-Netzwerk ansehen. Zugriff auf Starkern Interlink. Erledigt. 23 Starkerne installiert. Insgesamt 12 weitere Starkerne wurden innerhalb der Reichweite entdeckt. Positionen werden bestimmt. Im Star-Control-Zentralrechenraum. Auf dem Gelände der Galactic Zone. Soll ich mir das aufschreiben? Außerhalb der Galactic Zone gibt es auch? Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Was? Bürgern wird kein Leid geschehen. Ich habe nichts gemacht. So. Nochmal, da habe ich jetzt noch was vergessen, ich Schlaufuchs. Sorry. Protokoll. Verteidigungsmodus. Aktiv. Beschreibung aktiviert einen Verteidigungsmodus mit scharfer Munition für alle angeschlossenen Roboter und Geschütztürme. Die Aktivierung dieses Protokolls erfordert eine Systemzurücksetzung. Hinweis, es wurde ein schwerer Fehler festgestellt. Bitte deaktivieren Sie dieses Protokoll und wenden Sie sich an einen Systemtechniker von Robco Enterprise, um Hilfe zu erhalten. Verteidigungsmodus deaktivieren. Alle Roboter-Modus-Dings, was? Ich hoffe, das war richtig. Es wurde ein schwerer Fehler und so im Verteidigungsmodus-Protokoll festgestellt. Der Verteidigungsmodus wird bis zur Behebung des Fehlers deaktiviert. Ja? Ist das gut so? Ich hoffe mal. Eich sicher. Ja, abgenutztes Klemmbrett, das brauchen wir unbedingt. Darf ich da rein? Die Rüstung ist hübsch, die ist so schön blau. Von hier wirkt sie auch ein bisschen mit Lila und so. Boah, den hätte ich echt gern, den würde ich wirklich gern mitnehmen. Vielleicht habe ich ja das Glück, vielleicht haben wir das Glück und wir können alle Star-Control-Plättchen da mitnehmen. Bist du eine Star-Control-Platte? Nope, nein. So einfach ist es dann wahrscheinlich doch nicht. Sind hier rein zufällig. Wir sollen jetzt da doch eine Bande zuweisen? Tatsächlich. Ja, aber. Öster, können wir da jetzt nicht noch die anderen Platten suchen vorher? Ist da vielleicht eine Quest damit verbunden? Bitte? Ich glaube nicht. Das wäre jetzt aber nicht so toll. Ich würde doch gerne die ganzen Platten haben. Da muss ich nochmal lesen. Und mir das halt eben aufschreiben. Wo da noch irgendwo Platten sind. Das werde ich dann machen müssen. Ja. Es hilft jetzt nichts, wenn ich da rausstürme. Ich muss das jetzt machen. Warte, ich muss mir schnell einen Schmierzettel suchen.
einen Schmierzettel. Zettelschmier, la la la. Zettelschmier, ich will das haben. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt da alles sammeln, ne, kriegen wir dafür die Powerrüstung. Bitte, das wär's doch wert, den Aufwand, oder? Also ich finde schon, dass das wert ist. So, und da habe ich auch schon einen Schmierzettel. So, also, die Kernchen. Starkern-Netzwerk anschauen. Das war ja hier, ne? Also, wir brauchen insgesamt noch 12 Starkerne, ne? Also, Starkerne. Wir hätten da einen im Star-Control-Zentral-Rechnerraum. Star-Control-Zentral-Rechnerraum. Token, Valuten, Star-Control, das ist wahrscheinlich wurscht, auf dem Gelände der Galactic Zone. Auf dem Gelände der Galactic Zone. Der nächste ist in Nuka Galaxy. Was, da habe ich einen übersehen? Echt? Scheiße. Nuka Galaxy. Der nächste ist im Starlight. Interstellar Theater. Mhm. Oh mein Gott. Im Starlight Interstellar Theater. Der nächste ist im Vault-Tec, im Sternenhimmel. Da habe ich auch einen übersehen. Vault-Tec im Sternenhimmel. Dann der nächste bitte. In der Robco Battle Zone. Großartig. In der Robco Battle Zone und außerhalb der Galactic Zone. Großartig. Das kann ich mir eher vorstellen. Außerhalb der Galactic Zone. Prima, da kann ich ja suchen, bis ich schwarz werde. Muah. Sehr fisch. Na fein. Außerhalb der Galactic Zone. Das kann ich mir echt vorstellen, dass das wirklich außerhalb ist. Weil ich echt, das wäre so schlimm, wenn wir die jetzt da wirklich an den einzelnen Orten vergessen hätten. 12 Stück, weil außerhalb, da kann ich mir echt vorstellen, dass man da, dass ich da viel übersehen habe. Und wo soll dann das außerhalb der Galactic Zone sein? Wirklich außen draußen oder hier innen drinnen ohne Dungeon? Das ist echt die Frage der Fragen. Und da ist noch Coca-Cola-Dingens. Also das ist jetzt echt krasses Pferd. Ich meine, nachdem die ja gestohlen worden sind, ne, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die wirklich außerhalb verstreut sein könnten, weil eben die Diebe die dann eben noch haben tun. Ne? Da war ich überall nicht drinnen. Ja, ich bin halt echt leicht betrunken. Also wenn ich das Spiel tue, ich trinke zwar nur einen Tee mit bisschen Honig drin, voll köstlich, einen Bio-Blutorangen-Tee, aber das scheint mir geistig nicht sonderlich gut zu bekommen. Ja, sag einmal, jetzt knack doch endlich auf da. Geschafft, ja. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass ich so eine Platte hier auch nicht finden werde. Oder doch? Was bist denn du? Ist das jetzt ein Rasenmäher oder so ein sowas zum Wegbohnen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's. Hier mal. Ach du Heilige. Wie soll man denn das bitte alles anfinden? Hallo. Freund oder Feind? Ich schütze und diene. Freund oder Feind? Freund. Das ist schön. Freund.
Du sei mein Freund. Ups, ich habe ihr da ausgesperrt. Entschuldigung. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Yeah, beep. Das nehmen wir alles schön mit. Lunchbox. Schütze und diene, das ist schön. Und hätten wir die jetzt müssen erschießen. Beep. Jo, auf jeden Fall, wir werden jetzt den Part beenden. Vielleicht kann ich noch irgendwie, damit das Ganze schneller geht, mir einen Guide suchen, wo wir diese Platten schneller finden. Ich fürchte nicht unbedingt. Verkäufer, ja. Naja. Dieser Ort scheint recht sicher zu sein. Ja. Schön, freut mich. Na gut. Auf jeden Fall, ich denke, wir machen hier mal Schluss. Perfekt. Siehst du? Perfekt. Sogar sie ist davon begeistert. Scaife, Ausgabe 1. Erhöht die Erfolgschance von Sprachherausforderungen. Geilo. Nur gerne. Und ich hoffe, dass wir dann diese 12 fehlenden Star-Kerne finden werden. Und ich möchte dann, ich hoffe dann, dass wir die Power-Rüstung kriegen. Das wäre echt, das wäre supi. Das wäre richtig, richtig supi. Weil die scheinen sie nicht genommen zu haben. Naja. Na gut, auf jeden Fall, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.